Kommt dir das bekannt vor? Immer wenn du denkst, nun geht's weiter, jetzt endlich, hast du die Chance, mit deinem Seelenpartner, der Dualseele, näher zusammenzurücken. Er oder sie macht Fortschritte. Und dann fällt alles wieder ins Nichts zurück. Also zwei Schritte vor, zwei zurück. Oder zwei Schritte vor, drei zurück. Oder wenn es gut läuft, zwei vor, eins zurück. Auf jeden Fall, es geht nicht so richtig zügig voran. Woran liegt das denn bloß? Was hast du vielleicht noch nicht bedacht? Wo gilt es hinzuschauen? Warum ist das denn genau so, wie es ist? All das in diesem Video. Bleib dran, gleich geht's los nach einem kurzen Intro. Deine Helga. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn du dieses Video dir anschaust, dann bist du schon länger auf dem Weg, wahrscheinlich. Du hast schon einiges probiert und bist immer noch nicht angekommen. Ja, leider. Sonst hättest du es ja nicht angeschaut, dieses Video. In diesem Video möchte ich nochmal ziemlich tief tauchen und auf die Ursachen schauen, warum du noch nicht dort bist, wo du hin möchtest. Wenn du diesem Menschen begegnet bist, das bist du wohl, wenn du das Video anschaust und du feststellst, dass nach vielen Jahren es immer noch das gleiche On-Off-Spiel ist, immer noch die gleichen Herausforderungen gibt wie vielleicht vor 4, 5 Jahren, obwohl du schon ganz viel gemacht hast und viel verändert hast, dann stellt sich logischerweise die Frage, ja, was läuft denn jetzt da falsch? Ich verstehe das nicht. Und genau das höre ich in den Erstgesprächen ganz oft. Helga, ich verstehe es nicht. Warum macht der andere nicht endlich weiter? Warum komme ich nicht endlich weiter? Was ist denn der Grund? Und der Grund ist ziemlich einfach. Und warum er einfach ist und warum man oft übersieht, darum geht heute das Video. Warum ist der Grund einfach und warum übersieht man es? Tja, weil der Grund liegt nicht im Außen. Was geschieht, wenn du diesem Menschen begegnest? Beginnen wir doch mal ganz am Anfang. Du begegnest diesem Menschen, diesem Mann, nennen wir es Dualseele, nennen wir es Seelenbeziehung, nennen wir es Seelenliebe. Und dann entsteht in dir dieser große Wunsch, anzukommen. Aber wo? Na ja, beim anderen, außerhalb von dir. Und du tust alles, damit du beim anderen ankommst. Mit dem Erfolg, dass du nirgendwo ankommst. Weil darum geht's ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, anzukommen beim anderen. Das ist der große Irrweg, den wir am Anfang nicht erkennen. Ich habe es auch nicht am Anfang erkannt. Garantiert nicht. Die ersten Jahre war ich auch voll der Meinung, es muss dahin führen, da, wo ich hin möchte, im Außen, beim anderen. Ja, meine Erkenntnis über die Jahre, die ich jetzt diesen Weg gegangen bin, mit meinem Seelenpartner zusammen, mehr oder weniger interessant war er, mehr oder weniger anstrengend war er, es war spannend, so oder so, habe ich ja diese Videos gemacht. Und die Videos sind, also wenn du meine ersten Videos anschaust, die ich vor 5 Jahren gemacht habe, die ich heute mache, wirst du merken, dass ich eine Veränderung vollzogen habe in diesem Video. Wäre ja auch blöde, wenn es nicht so wäre. Und hätte ich ja keine Entwicklung vollzogen. Also das ist gut, dass die Videos, die ich vor 5 Jahren gemacht habe, eine andere Energie haben wie die ich heute mache. Ich habe auf diesem Weg über die eigene Erfahrung und über diese vielen, vielen Beratungen, die ich jeden Tag mache, folgende Erkenntnisse. Und die möchte ich in diesem Video nochmal komprimiert zusammentragen heute. Die erste Grundannahme, die irrtümlicherweise gemacht wird, ist die, ich muss ankommen beim anderen. Und das funktioniert halt nicht. Die zweite irrtümliche Annahme, die auch oft gemacht wird, ist die, der andere müsste mal sich bewegen, dann geht's weiter. Die dritte Annahme, die auch ganz häufig kommt, ist dann, ja, wenn es die Dualseele ist, dann wird sich schon alles fügen, dann muss ich jetzt gar nicht so viel machen, es wird ja automatisch eh gefügt. Es gibt noch mehrere solche Irrannahmen, die alle nirgendwo hinführen, nämlich, naja, sie führen schon wohin? In den Schmerz. Und da wollen wir ja nun nicht rein, oder?
Wir wollen doch aus dem Schmerz raus. Aber all diese Annahmen, die du ständig denkst und aussprichst und drüber nachdenkst und dich ärgerst oder traurig bist und wütend bist und wie auch immer, all das führt immer nur in die falsche Richtung. Nicht gut. Nein, gar nicht gut, weil du kommst nicht weiter. Stimmt's? Ja. Sonst hättest du ja kaum das Video gucken, wenn du schon angekommen wärst. Okay. Nun, um was geht's denn? Es geht um dich. Den Weg zu dir. Es geht darüber, eine andere Perspektive mal anzuschauen. Nicht diesen kurzen Blick zu haben, nur zu schauen, was bis zum nächsten Straßenschild angenommen zu sehen ist. Also, wenn man mal so im Spazieren geht, du siehst ja eine gewisse Menge, wenn du unten am Boden spazierst. Wenn du dich auf den Berg begibst, dann siehst du schon erheblich mehr. Wenn du noch höher gehst, im Flugzeug sitzt, dann siehst du ja auch schon erheblich mehr. Wenn du ganz, ganz oben im Düsenjet sitzt, naja, gut, dann sieht man nicht mehr so viel. Ist eine andere Geschichte. Aber letztendlich, wenn du so einem kleinen Segelflugzeug sitzen würdest oder wie auch einer kleinen Motormaschine, so ein paar hundert Meter über dem Erdboden, siehst du ja viel mehr. Und dieses Beispiel sollte dir zu denken geben. Fange an, deinen perspektivischen Blick zu vergrößern. Wenn es bisher nicht ging, wie es ging, also nicht ging, wie es ging, pardon, es ging nicht so, wie du wolltest, so wollte ich sagen, du bist nie weitergekommen, dann solltest du mal anfangen, was zu verändern. Und es ist zuallererst mal die Denkrichtung, die Blickrichtung. Und weg vom Außen hin zu dir selbst ist ein extrem, extrem wichtiger Faktor. Wenn du diesen Shift nicht schaffst, dieses Weggehen vom anderen, vom Außen, es müsste mal, ich muss tun, um zu, habe ich in vielen Videos erklärt, wirst du nicht bei dir ankommen. Geht nicht. Ich möchte auch noch ein anderes Beispiel anführen, nämlich die Raupe- und Schmetterlingsbeispiele, die ja gern genommen werden, um einen Transformation zu beschreiben. Eine Raupe ist ein sehr gefräßiges Tierchen. Und vergleichen wir mal die Raupe mit diesem Ego-Verstand. Sehr gefräßig, sehr übergriffig, zerstört viel, will alles vereinnahmen. Also der Verstand könnte so eine Art Raupe sein, die erst einmal, um zu wachsen, natürlich erst schon mal viel Input braucht, Input, Input, Input und alles kurz und klein frisst. Also so eine Raupe, also wenn jemand so einen Raupenbefall hat, das ist ziemlich heftig. Da kann alles sehr viel schnell zerstört werden und dann ist alles eher schon mal kaputt. Also wenn du diesen Verstand mit einer Raupe vergleichst, dann ist das jetzt ein bisschen destruktiv in der ersten Blickrichtung schon. Doch weite mal den Blick. Was passiert, wenn die Raupe mehr Input, mehr Input, mehr Input, irgendwann ist genügend Input da? Was macht die Raupe dann? Es beginnt der Metamorphoseprozess. Der bedeutet, die Raupe frisst nichts mehr, verpuppt sich, löst sich innerlich ihr schon mal total auf. Kein gutes Gefühl, vom Verstand gedacht, totale Auflösung. Und dann neu wiedergeboren zu werden als ein wunderschöner Schmetterling. Jetzt vergleiche mal die Raupe, die Destruktivität, die Übergriffigkeit, dieses alles vereinnahmen, festhalten, in dich hinein saugen, siehe Verstand, mit dem eines Schmetterlings, dessen Flügelschlag so sanft ist, dass er im Grunde ja nichts mehr zerstört. Richtig? Genau. Und genau das ist der Weg, ist der Prozess, auf dem du dich gerade befindest, auch wenn es sich eher schon mal gerade nicht gut anfühlt, weil du noch in diesem Raupenprozess bist. Oder möglicherweise kurz vor dieser Verpuppung, wo es darum geht, loszulassen, alles abzugeben. Diese Transformation erfordert ja auch Mut. Also zumindest für uns Menschen. Die Raupe, die braucht keinen Mut. Die weiß, nun ist Zeit für die Verpuppung, in Ordnung, ich sterbe jetzt erstmal einen Teil und dann erwächst was Neues aus mir. Der Mensch ist nun keine Raupe, hat einen Ego-Verstand. Und der Ego-Verstand hat natürlich extrem Angst vor der Auflösung, vor dem Verschwinden, vor dem Tod.
Genau das wird aber auf diesem Weg passieren dürfen. Ich habe ja im letzten Video die Auflösung der Ich-Illusion schon einen Teil dazu beigetragen. Das ist auch heute noch nur angerissen. Es geht darum, dass dieses Ich, was immer auch du als dein Ich bezeichnest, nach und nach aufgelöst wird und du ein anderes Empfinden erfährst. Also außerhalb deines Ichs, dein wahres Wesen soll mehr rausscheinen. Nicht dieses Denkerchen-Ich, wo alles immer irgendwie bewertet oder festhält oder haben möchte oder beweglagt. Also du steckst quasi in diesem Metamorphose-Prozess, der für dich jetzt ziemlich anstrengend erscheint, weil da noch Ängste sind aus der Kindheit, loslassen, Angst vor Verlust, Angst vor nicht geliebt werden und. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen heute. Deshalb habe ich viele andere Videos gemacht. So, Fakt ist, du bist in diesem Metamorphose-Prozess drin und nun gilt es, den Sprung zu schaffen von der gefräßigen Raupe in die Metamorphose, dieses Loslösen und dann als Schmetterling neu geboren zu werden. Und genau das, bildlich gesprochen, ist dieser Prozess, auf dem du dich schon seit gewisser Zeit befindest. Auf eine Metamorphose, Transformationsprozess, dich neu zu definieren und neu zu entstehen. Auf einer neuen Basis. Und es ist garantiert kein leichter Prozess. Nee. Ich will da nichts beschönigen. Es ist knallhart. Es ist sehr, 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 sehr hart. Pardon. Ich habe ein paar Allergieprobleme gerade, irgendwie scheinen draußen viel rumzuschwirren. Ich habe selten Probleme, aber zur Zeit dieses Jahr ist irgendwie alles anders. Ich habe wieder so ein paar kleine allergische Symptome. Ja, macht aber auch nichts. Nehmen wir mal, wie es kommt. So, also du bist auf diesem Metamorphose-Prozess und natürlich ist da auch viel Angst dabei. Angst vor Auflösung, Angst vor Verlust. Die gehören einfach bearbeitet. Und dann einfach entspannt, so entspannt du eben kannst, weiter gemacht auf dem Weg. Weil wenn der Prozess einmal angefangen hat, dieser Auflösungsprozess, Prozess in der Raupe, du kannst diesen Prozess nicht rückgängig machen. Auch wenn du jetzt sagst, oh nee, keine Lust mehr, ich will es aufhören, dass es aufhört, ich habe jetzt keine Kraft mehr, habe ich auch gesagt. Es geht nicht mehr, ich kann immer. Ich weiß. Gehört dazu, lässt sie nicht umgehen. Der Prozess, wenn er mal losgelaufen ist, läuft und läuft und läuft. Der Stein, der ins Rollen kam, rollt den Berg runter und du kannst ihn nicht mehr zu fassen kriegen. Also vergiss es. Vergiss es, etwas aufhalten zu wollen, sondern mach das Gegenteil. Nimm es an. Geh damit in Frieden. Bleibt dir ja leider nichts anderes übrig, oder? Ehrlich gesagt. Also ich kenne das bei mir, ich war da nicht im Frieden mit. Dieses heftige Hin und Her, auf und ab, dieses Schmerz, dieses Auflösungsdrama, dieses, oh, ich könnte mich ja auflösen und dann, was ist dann? Ich könnte was verlieren, was ist danach? Bin ich dann alleine? Oder was ist dann? Was passiert? Ja, was passiert diesem Seelenbegegnungen, Dualseelenbegegnungen, Seelenpartnerbegegnungen, nennen wir es, wie wir es wollen, das ist gar nicht mal entscheidend, wie du es nennst. Viel wichtiger ist, was im Hintergrund passiert. Und im Hintergrund passiert Folgendes: Es beginnt ein Prozess, der nicht aufhaltbar ist, wenn er mal angefangen hat, den du bis zum Schluss gehen musst. Es gibt ja kein Entkommen. Und je zielstrebiger du an dir dran bleibst und nicht im Außen hinschielst, umso schneller geht es natürlich und umso eher kommst du an. Und sehen wir es doch mal so: Dinge, die wir nicht verändern können, sollten wir annehmen. Und genau da ist aber unser Verstand unser größter Hindernisparcours, weil der Verstand sagt: Nee, auf keinen Fall, so mache ich nicht weiter, auf keinen Fall, nee, 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 das will ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr und so weiter, kennen wir ja alles. Der Verstand allerdings ist eben dieses analytische Instrument in dir, das immer vergleicht. So ist es und so hätte ich es gerne und ich habe es nicht und wie komme ich dahin? Nützt dir aber auf dem Weg nichts, weil dieses analytische Vergleichen bringt nichts. Es geht ums Annehmen, ums Loslassen, um dich zu transformieren und da kann der Verstand dir reichlich wenig helfen. Ich sag's ja in jedem Videos.
Der Verstand kann dir null helfen. Du kannst diesen Weg nicht über den Verstandesweg gehen. Auf gar keinen Fall wird das erfolgreich gelingen. Also lass es bitte sein. Da muss ich ganz klar sagen, so funktioniert es nicht. Es funktioniert dann, wenn du erst einmal anerkennst, dass es jetzt etwas zu tun gibt bei dir, nicht beim anderen. Es geht dann weiter, wenn du bei dir dranbleibst, die Dinge in dir veränderst und nicht im Außen die Veränderung suchst, die da eh nicht zu finden ist. Es geht dann weiter, wenn du den Perspektivewechsel schaffst und erkennst, dass du einen anderen Blick benötigst auf die gesamte Geschichte, die du gerade erlebst. Nicht diesen kurzsichtigen Blick, sondern diesen langen Weitblick. Und mal hinspürst, aus dem Verstand aussteigst und ins Gefühl gehst. All das würde das Ganze unterstützen. Oft wird genau das Gegenteil gemacht. Analysiert bis zum Umfallen, festgehalten, gejammert, gewehklagt, im Außen geguckt, beim anderen, was da nicht läuft und warum es nicht läuft, bewehklagt und dann noch bemängelt und dann noch kritisiert und dann noch, ja und so weiter. Und genau damit hältst du dich in einem Kreislauf fest und das kannst du ehrlich gesagt bis zum Lebensende so weiter betreiben, wenn du Lust hast. Bleibt dir überlassen, könntest du machen, aber ich denke mal, das macht keinen Sinn, oder? Also, an irgendeinem Punkt auf diesem Entwicklungsweg musst du eine Entscheidung treffen. Da wirst du nicht drum rumkommen und die Entscheidung heißt, ich entscheide mich für mich. Ich bleibe bei mir und schaue genau hin bei mir. Und lasse mich nicht mehr so ablenken von dem, was im Außen ich höre, sehe oder lese oder. Es geht um dich, um deinen Weg zu dir, um deinen Perspektivewechsel, um deine Metamorphose von der gefräßigen Raupe zum schönen, eleganten Schmetterling. Das ist die Aufgabe. Und aus dem Grund genau werden ja so viele Menschen genau in diese Seelenpartnerentwicklungsgeschichte reingeführt. Das hat schon einen Sinn. Ohne Grund ist ja nichts. Und wie habe ich vor kurzem mal gehört und gelesen, das heißt vor kurzem, ist schon ein paar Jahre her, den Gott besonders liebt, den tut er auch besonders fordern. Man könnte auch sagen, wer gefordert wird, wer geprüft wird, kommt weiter. Und der, der es nicht wird, naja, gut, der macht eben nichts. Weil du musst ja zugeben, wann wirst du aktiv? Wenn es einfach ist, wenn alles läuft, alles ist perfekt, oh, wow, da machst du doch nichts, oder? Gib doch mal ehrlich zu, oder? Nee, also ich mache da nichts. Ich gebe es zu. Also wenn alles läuft, dann mache ich nichts. Ich bin da echt faul. Vielleicht bist du auch faul, wenn es gut läuft. Ja, und darum muss es ja kompliziert und schwierig werden, weil darum muss ja im Außen ein Sog sein, wo du hin willst. Im ersten Moment erstmal. Sonst würdest du ja gar nicht auf den Weg dich begeben. Du würdest sagen, ach ja, alles läuft wunderbar. Warte dich doch mal gemütlich ab und guck mal ein bisschen da raus und so weiter. Ja, ich hab dich durchschaut. Klar, ist keine Kunst, weil ich kenne mich. Ich kenne mich und dann kenne ich dich. Sozusagen, in gewisser Weise. Nimm's mir nicht böse, aber es ist so. Ich weiß es einfach. Der Mensch ist schon ein bisschen ein faules Tierchen. Nicht jeder natürlich. Oh nein, auf keinen Fall. Es gibt auch sehr Fleißige. Aber auch die Fleißigen sind oft am falschen Weg fleißig oder am falschen Punkt fleißig. Sie schauen eben auch im Außen und nicht im Innen. Ja, aber Fakt ist eines: Der Weg muss so knallhart sein. So ungern du das jetzt hörst, weil wenn er nicht so knallhart wäre, würdest du es nicht machen. Du würdest denken, ach ja, ist ja ganz gemütlich, lassen wir es mal bleiben. Schön, gell? Also, Fakt ist, es ist gut, wie es ist. Ja, gut, in dem Sinn von der Entwicklung, nicht unbedingt von deinem menschlichen Empfinden. Ich gebe vollkommen dir recht, ja, als Mensch selber aus der menschlichen Blickrichtung und in menschlichen Perspektive raus betrachtet, ist das ein ziemlich scheiß Weg. Ja, zugegeben, ganz klar. Aus der Seelenperspektive betrachtet, wenn du mal rausgehst aus deinem menschlichen kurzen kleinen Denkblick oder Denkrichtungsblick, so rum, aus deinem wie heißt man das Ganze? Nicht kurz, sondern engen Blickwinkel betrachtet, aus diesem engen Rahmen, wenn du aus dem engen Rahmen mal aufsteigst,
Was passiert dann? Na, du siehst mehr. Logisch. Dir fällt plötzlich Dinge auf. Ein. Ah ja, genau. Oh, spannend. Super. Brich mal aus diesem selbstgemachten Rahmen. Man kann es auch Gefängnis nennen oder wie auch immer. Gedankenkonstrukt, Gefängnis. Geh mal da raus. Dein Verstand ist ja ein hilfreicher Gesell oder Gesellin. Wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen. Allerdings hat er ein bisschen die Kompetenzen überschritten, schon seit längerer Zeit, und hält alles schön im Griff. Und je mehr du Kontrollmechanismen hast, und die haben wir alle irgendwie bekommen, aufgrund von unserer Kindheit, dem, was gerade geschieht, die Angst vor Verlust ist unser stetiger Begleiter auf dem menschlichen Werdegang. Ist so. Kenne ich, weiß ich. Auch dir wird es so gehen. Du hast Angst zu verlieren. Angst, dies zu verlieren, Geld zu verlieren, Beruf zu verlieren, Partner, Kinder, Tiere zu verlieren. Ich kürzlich hatte genau die gleiche Erfahrung nochmal zu machen. Beide Tierchen, meine beiden geliebten Katzen. Erst der eine schwer krank, gleichzeitig der andere schwer krank geworden. Also erste. Anfang März schon angefangen, der andere Mitte März angefangen. Nichts mehr essen, nur noch apathisch rumliegen. Ich dachte jetzt, das ist es jetzt gewesen. Die beiden Tiere werden gehen. Gut, sie sind schon 10 und 13, klar. Für Tiere auch schon ein bisschen älter, aber für Katzen eigentlich kein Alter. Und trotzdem, ich hatte voll auch diese Angst, ja. Ich verliere die beiden Tiere jetzt so nacheinander innerhalb von wenigen Wochen. Und was ist passiert? Solange diese Angst im Vordergrund stand und ich jede Nacht dachte, oh, wenn ich morgen aufstehe, sind sie noch. Da leben sie noch, sind sie noch munter, essen sie noch oder? Tja, solange ich das dachte, wurde es immer schlimmer. Als ich das annahm und sage, okay, ich habe es angenommen, es könnte tatsächlich passieren, dass Eddie und Maxi jetzt wirklich gehen, weil es Zeit ist zu gehen. Als ich das akzeptiert hatte, es war verrückt, ums Rumgucken, wie so schön heißt bei uns im Schwabenland. Ist der eine wieder, der andere wieder. Und es sind sie total munter. Die rennen rum, wie als ob nie was gewesen sei. Als ob sie nicht vor 5 Wochen so aussah, als ob sie gleich umkippen und tot wären. Ist das nicht verrückt? Ja, es ist verrückt. Aber genau das sind die Lernaufgaben, die wir alle gerade bekommen. Auch die Menschen, die nicht im Dual-Seelen-Lernprozess stecken, bekommen eben ein anderes Programm, andere Übungen, andere Programme, wo sie ran dürfen, andere Aufgaben. Es ist so. Jeder darf gerade ran. Auch alle anderen, nicht nur wir hier jetzt im Seelenpartnerprozess. Nur haben wir den Vorteil, wir sind schon geübt. Na, ein Glück, gell? Wir haben schon die Übung. Und so, umso besser. Du hast die Übung. Also, was heißt das? Mach einfach weiter. Aufgeben ist garantiert die schlechteste aller Optionen. Weitermachen garantiert die beste. Und dann noch optimiert weitermachen ist die allerbeste Option. Und ich weiß genau, von was ich rede. Ich habe diesen Weg da absolviert. Es ist wirklich ein Hammerweg, ja. Allerdings, wenn ich es im Nachhinein betrachte, ist es der beste aller Wege, die ich gehen konnte, weil er hat mich von so vielen alten Denkmustern befreit, von so vielen Programmen befreit. Die sind weg. Brauche ich auch nicht mehr. Bleibt bloß weg, ihr Programmchen, sage ich immer. Wenn ich wieder sehe, ah, die ist auch nicht mehr da, super. Nur weg damit. Das brauchen wir nicht mehr, gell? Ja, das ist der Weg. Es geht um dieses alles, was ich gerade in dieser kurzen Version des Weges, also der Kurzbeschreibung des Weges gesagt habe. Es geht um diese Perspektive, um dieses Ankommen bei dir, um dieses in dir Ankommen, um diesen Schmetterlingsprozess. Es geht um dieses Loslassen und weitermachen. Und zwar optimiert weitermachen. Und da bin ich gerade an einem anderen Punkt, den ich auch noch ganz kurz beschreiben möchte. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte noch mehr Menschen an dem Punkt, wo wir gerade alle uns befinden, egal ob du jetzt auf einem Seelenpartnerprozess dich befindest oder auf einem anderen Lernpfad spiritueller Natur, ist vollkommen gleichgültig oder gleichwertig. Ich möchte zum Seminärchen anbieten, Kurzseminare sozusagen, indem wir auf den Punkt kommen, die Dinge beleuchten und dann natürlich bearbeiten. In meinen Beratungen möchte ich noch intensiver auf diese Transformationsarbeit reingehen mit dir.
mit dem der anruft. Weil ich weiß genau, denken ist gut, handeln ist besser. Und ich habe diese Energietransformationskugel, diese goldene Kugel, wie ich sie nenne, die ich im Video 88 vor ein paar Jahren veröffentlicht habe, neu strukturiert. Ich bin ja ein Mensch, der, sobald er etwas erkennt, wie es optimaler läuft, wie es noch geschmeidiger läuft, wie es noch einfacher ist, wie es noch intensiver und wirkungsvoller ist, wird sofort geändert. Und so auch in diesen 3 Jahren, in dieses diese Arbeit mit der Kugel mit anderen Menschen gemacht habe und entwickelt habe vor einigen Jahren davor und dann mit mir selber es gemacht habe und dann, damit ich selber mal frei werde, logisch, ich muss ja auch frei werden, ich kann nicht Video machen und sagen, ich bin's und bin's dann doch nicht, das bringt ja nur nichts, gell. Also, wusste ich, mach erst mal selber, Helga, und dann nimm andere mit. Und genau das habe ich gemacht. Und in diesen 3 Jahren, wo es diese Energiekugel so gibt, wie es damals beschrieben war, habe ich sie weiterentwickelt. Ich bin noch mehr in die Schöpferkraft ein, noch mehr in die Energiearbeit, noch mehr in diese Aktion anzukommen. Das heißt, so wie sie damals es im Video 88 beschrieben ist, ist sie längst schon nicht mehr. Sie ist viel effektiver, viel klarer, viel schneller und viel effektiver, zum Glück. Kann ich sagen, sie ist viel effektiver. Und wenn du dieses Werkzeug kennenlernen möchtest, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder im Erstgespräch mit mir gemeinsam oder vor allem für die, die es noch in Erinnerung haben, wie sie es gelernt haben mit mir im Gespräch, also für Kunden, die schon mit mir diese Energiekugelnummer früher, also die alte sozusagen in Anführungszeichen, die schon kennen, haben die Chance mit mir in einem Zoom-Call das neueste Werkzeug gemeinsam kennenzulernen, zu üben und dann das ab sofort anzuwenden. Das ist allerdings nur für die, die das schon kennen. Alle anderen, die das noch gar nicht kennen, diese Vorarbeit noch nicht gemacht haben, runterzutauchen, gucken, was müssen wir denn überhaupt da abgeben in der Kugel Nummer 1 und der zweiten neu generieren und so weiter. Für die gilt das eher schon mal nicht. Für die ist immer noch das Sinnvollste das Erstgespräch, weil genau dann in dem Gespräch können wir tief tauchen, um die Dinge hochzuholen. Und da bin ich schon beim einem nächsten wichtigen, fällt mir gerade ein, jetzt was vergessen, ja, zum Glück fällt es mir noch ein, zum nächsten wichtigen Aspekt, tief zu tauchen. Tief tauchen. Tieftaucher werden, Taucher überhaupt, aber auch ein Tieftaucher. Sehr wichtig. Ich habe vor Jahren ein Tantra-Seminar besucht, damals mit meinem Mann noch zusammen. 2001 oder 2002 war das, jetzt oder 3, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gab es diese beiden Varianten, die man in diesem Seminar wählen konnte. Es war ein Wochenendseminar. Nee, sogar ein Jahrestraining war es. Es war ein Jahrestraining. Bei Sky Dancing Tantra, genau. Also ein Jahrestraining, okay. Und da gab es jedes Mal, wenn man ankam und in der Vorstellrunde war wieder, also man hat sich wieder vorgestellt, was hat man erlebt, im Austauschrunde, besser gesagt, wurde man auch immer gefragt, wie willst du dieses Wochenende agieren in der Gruppe? Willst du ein Tieftaucher, also ein Deep Diver sein, Tieftaucher oder ein Free Floater? Und die beiden Aspekte waren so, der Deep Diver, der Tieftaucher, hat mit dem Partner, den er dabei hat, oder mit einem Partner, also mit dem Ehemann oder dem Partner oder einem einzigen Partner sich vorgenommen, mit diesem tief zu tauchen an dem Wochenende. Und die Free Floater waren die, die haben mal den, mal den, mal da, die waren überall und nirgendwo und haben dann die anderen Aspekte erforscht von dem Thema, wer bin ich, Sexualität. Also es gab diese zweiten Möglichkeiten, man konnte sie als Deep Diver outen. Diesmal bin ich Deep Diver, ich gehe tief runter mit einem oder ich lasse mich treiben, mal gucke, was so passiert. Und genau das ist auch auf diesem Seelenpartnerweg wichtig. Allerdings nicht dieses Entweder-Oder, sondern es gemeinsam machen. Also gemeinsam, nee, gemeinsam machen meine ich nicht. Falsch. Zurück zum Anfang. Nicht gemeinsam mit deinem Partner, sondern du selbst solltest zum Tieftaucher werden und zum Free-Floater, also zum sich treiben lassen. Erst einmal du selbst und dann später, ihr wisst schon, mit dem anderen. Also entscheide, es gibt, damals mussten wir uns entscheiden, ich fand es damals schon blöd, warum muss ich mich entscheiden, entweder das oder das, geht denn nicht beides? Wäre doch ganz gut, oder? Habe ich gedacht. Ist ja auch so. Im Grunde gibt es ja diese Trennung gar nicht. Das war damals eben diese Trennung, die wir treffen mussten für dieses Wochenendseminar. Allerdings habe ich erkannt, und zwar erst gestern Abend, als ich Fernsehen geschaut habe, eine Tanzsendung, Namen nenne ich jetzt nicht, aber kennt vielleicht jeder von euch. Ich
habe ja so gern getanzt. Das mache ich heute noch, aber damals war ich auch im Club tanzen, in der Tanzschule. Ich habe so gerne getanzt, alle Standardtänze und lateinamerikanische und so weiter. Und dieses Tanzen ist einfach eine Faszination für mich, immer noch, auch heute. Und als ich diese Sendung angeschaut habe, kam mir durch eine Aussage von einem Menschen in dieser Sendung genau das in den Blick. Und ich wusste beim nächsten Video, und das ist ja heute schon, da muss es mit rein. Nämlich folgende Erkenntnis: Du musst nichts entscheiden oder trennen. Du musst nicht entscheiden, einen Free-Floater, also dich auszubreiten oder nee, nur noch tief zu tauchen. Mach alles dann, wie es ansteht. Tauche dann tief, wenn du spürst, es ist es wichtig, und geh dann raus und breite dich aus, wenn es ansteht. Wichtig, sehr wichtiger Punkt. Weil wir glauben immer vom Verstand, wir müssen nur das eine machen und dann ist es gut. Tief tauchen, dann ist es gut. Nee, das ist leider so einseitig gedacht. Wir dürfen dieses einseitige Denken nicht mehr machen. Denke nicht einseitig, denke in größeren Aspekten, Blickwinkel, Perspektive größer machen. Im Jetzt sein, wichtig. Aus dem Jetzt heraus die Dinge verändern, wichtig. Das Jetzt. Ach, hätte ich was vergessen. Das Jetzt ist ja auch so wichtig. Der Jetzt-Moment. Im Jetzt kannst du es ändern. Nicht, wenn du lang nachdenkst. Ja, wann könnte ich es denn machen? Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Genau jetzt. Und jetzt tust du es. Tauche tief oder wird es ein Free-Floater? Lass dich treiben. Bleib im Jetzt und mach genau, was im Jetzt ansteht. Ist so, so wichtig. Okay? Das ist nicht dich irgendwo einordnen. Das ist alte Welt. Ordne dich nicht ein. Fließe mit dem, was ist. Immer. Ganz wichtig. Hätte ich fast vergessen. Und wenn du das tust, wirst du immer mehr bei dir ankommen. Und darum geht es ja. Das sind wir am Anfang vom Video wieder. Es geht ums Ankommen bei dir. Indem du tief tauchst und dich wieder mal treiben lässt, Emotionalität lebst und auch den Verstand anerkennst, dass er wichtig ist. Wenn du nichts wegnegierst, nimmer haben willst, sondern anerkennst, dass es ein Teil von dir ist. Wenn du diese Gefühle zulässt, aber auch deinen Verstand betrachtest. Wenn du immer in diesem Austausch bist, mit dir und dem anderen, aber auch viel bei dir und nicht vom anderen etwas erwartest, was er gar nicht machen kann, weil er mit dir einen Weg geht, den er gehen muss. Auch der andere hat seine Aufgaben. Die andere hat ihre Schwierigkeiten, ihre großen Ängste. Zwei Seelen, die so eng verwandt sind, die sich so tief spüren, haben eine große Aufgabe gemeinsam sich vorgenommen. Und diese Aufgabe können sie nur in dieser Gemeinschaft wirklich erfolgreich absolvieren. Du allein könntest es nicht. Er allein oder sie allein könnte es auch nicht. Das heißt, erkenne an, dass nur ihr, so wie ihr euch getroffen habt, in dieser Konstellation diese Chance habt, euch, jeder für sich selbst und auch in der Gemeinschaft, zu transformieren, neu zu erscheinen. Aus der Raupe wird der Schmetterling. Und das geht nur in der Interaktion mit diesen Menschen. Ich weiß, es ist nicht gern genommen, zu sagen, ja, anders geht es nicht. Ja, wenn es anders gegangen wäre, wäre es ja anders gegangen. Da wäre es ja nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Also nimm es bitte an, wie es ist. Du bist jetzt in diesem Prozess drin. Es ist wichtig, diesen Austausch zu haben und darum diesen Kontaktabbruch zu machen aus dem Egoverstand, bringt nichts. Das sage ich in ganz, ganz vielen Videos immer. Alles, was du aus dem Verstand heraus unternimmst, bringt wenig bis gar nichts. Dieser Kontaktabbruch, der andere muss mal leiden, der andere muss jetzt mal was erkennen, durch mein nicht mehr da sein, nützt nichts, weil du hältst dich selber auf, weil erst in der Interaktion mit beiden, du, ihm oder du und ihr, entsteht dieser Weg, diese Spiegelung, dieser Lernweg. Und erst da erkennst du, wo du noch hängst.
Also sei dankbar, dass du diesem Menschen begegnet bist, auch wenn es noch so hart ist. Es ist wichtig. Es ist deine Aufgabe und die des anderen, dass ihr euch auf diesem Weg gemeinsam tief tauchen und free floaten weiter voran bewegt, den Perspektivenwechsel vollzieht und euch von einem Räubchen, das ziemlich viel frisst, zu diesem Schmetterling transformiert. Und das ist der Weg. Und das ist die Aufgabe. Und darum geht es. Es geht um die Gefühle. Es geht um deine Gefühle, um deine Ängste. Es geht um die Transformation. Es geht darum, tief zu tauchen, dran zu bleiben, anzukommen, aber nicht beim anderen, sondern bei dir. Und wenn du all das erkennst und dann konsequent dran bleibst bei dir, die Dinge tust, die anstehen, wirst du ankommen. Du kannst gar nicht nicht ankommen. Unmöglich. Ich höre ja oft die Frage, ja, komme ich überhaupt jemals an? Sage ich, ja, das kommt drauf an, ob du was tust, du Liebe oder du Lieber. Wenn du tust, kommst du an. Tust du nichts, kommst du nicht an. Oder zumindest nicht schnell. Also du hast ja Einfluss drauf. Du hast ganz klar die Führung für dein Leben, für deine Entscheidungen, für deinen Weg. Und dein Gegenüber hat seine Aufgabe, seinen Weg und seine Aufgaben, die er zu tun hat und seine Ideen und Gedanken und seine Herausforderungen. Darum, Fakt ist eines, bleib bei dir. Je mehr du bei dir bleibst, aber in der Kontakt, mit dem, also mit der Interaktion, sagen wir, mit der Interaktion mit dem anderen, immer zu seiner Zeit, logischerweise, nichts übertreiben, nicht nur Kontakt oder nicht nur keinen Kontakt, sondern immer die Balance finden. Finde die Balance im Denken, im Fühlen, im Handeln und im Weiter dich entwickeln. Und dann wirst du ankommen. Hundertprozentig. Weil das ist deine Aufgabe zurzeit. Du hast dir diese Aufgabe vorgenommen, wie viele andere auch. Und nun bist du auf diesem Weg und der ist nicht einfach, garantiert nicht. Allerdings ist er machbar, ist er wirklich gehbar und er ist erfolgreich abzuschließen. Das weiß ich. Und wenn du weiter willst und wenn du weiter gehst, wirst du ankommen. Fakt 1, mach's. Fakt 2, lass dich nicht beirren von außen. Fakt 3, bleib dran. Ausdauer. Hingucken. Nicht aufgeben. Du weißt ja, aufgeben gibt's nicht. Loslassen, tieftauchen, free floaten. Ich weiß sehr viel, was zu tun ist. Allerdings, je mehr du übst, umso einfacher wird es werden. Und wenn du auf deinem Weg irgendwo hängst, nicht weiterkommst und denkst, ha, wo ist mein nächster Schritt, den ich tun soll? Ich weiß nicht. Wenn du diese Energietransformationskugel kennenlernen möchtest, was immer du möchtest, ich bin gerne für dich da, um dich ein Stück des Weges zu begleiten, damit du für dich alleine weitergehen kannst und deinen eigenen Weg kreierst. Und irgendwann als wunderschöner Schmetterling durch die Welt flatterst und die Welt mit deiner Schönheit, ja, bereicherst. Werde zur besten Version deiner selbst. Das ist die große Überschrift über dem Dual Seelen- und Seelenpartnerwerk. Werde zu dem Menschen, der du ursprünglich mal warst, als du auf die Erde kamst, diese Liebe, diese Freude, diese Authentizität, dieses Sein, dieses Dasein und dieses Geschenk für die Erde, diese Wertschätzung für die Erde, finde das wieder in dir, weil es ist alles im Grunde da. Es mag jetzt verschüttet sein. Da liegen Mülldinge drüber, alles zugedeckelt. Pack's raus. Pack den Müll weg, begib dich auf den Weg, bleib drauf, mach weiter, komm an und lass uns irgendwann feiern. Okay? Ich wünsche dir alles Liebe. Bin gerne für dich da und freue mich über Likes, Feedbacks und so weiter. Und wenn du kein Video verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach den Kanal, drück auf die Glocke und du bekommst eine Info, wenn ein neues Video rausgeht. Ich wünsche dir heute alles Liebe von ganzem Herzen, sage Namaste, grüße das göttliche Licht in dir und sage Tschüss bis zu einem meiner nächsten Videos. Deine Helga. Ciao.